Ja, herzlichen Dank. Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Also ich freue mich erstmal sehr, heute Abend betreffend New Work einen kleinen Einblick aus der Praxis zu geben. Ich habe mir gedacht, es war ein langer Tag, es ist schon Abend. Ich lasse uns mal ein bisschen träumen mit einem Arbeitsplatz, den wir vielleicht alle gerne hätten. Ich hoffe nur, dass das Träumen nicht ins Schlafen geht und mein Vortrag nicht ganz so langweilig ist. Aber schauen wir mal. Bitte weiter. Ja, was ist New Work eigentlich? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wenn ich jetzt auch gerade in Vorbereitung auf den Vortrag Kollegen, Freunde, andere HR-Manager manchmal frage, was ist New Work eigentlich? Lebt ihr das? Dann kommt von vielen zurück, ja, natürlich leben wir das, gerade seit Covid. Wir machen ja alle Homeoffice. Ja, das ist schön, das ist sicherlich ein Teil, aber ist Homeoffice wirklich New Work? Homeoffice ist ein Teil davon. Sie sehen es in den Punkten. Der erste Punkt gleich die Flexibilität, da ist sicherlich auch Remote Work unterzuordnen, aber es bedeutet einfach noch viel mehr. Auch die Flexibilität ist einfach viel mehr. Bezieht sich auf Ort und Zeit, beinhaltet zum Beispiel auch Gleitzeitvereinbarungen, Mitarbeiter arbeiten öfter in Teilzeit, um Beruf und Familie zu vereinbaren. In Österreich wurde die Väterkarenz eingeführt. Also das sind alles so Sachen, die sich verändern. Die Strukturen und Gewohnheiten verändern sich. Mitarbeiter kommen und sagen, es gibt die 4-Tage-Woche, ich möchte nur noch 4 Tage arbeiten. Geht das in meinem Unternehmen? Geht das mit meiner Arbeit zusammen? Also da besteht noch viel mehr Flexibilität, als das nur das Homeoffice ist. Ja, auch die Individualität fällt darunter. Die Leute wollen einfach mittlerweile mehr Verantwortung übernehmen, mehr Freiheit. Sie wollen sich vor allen Dingen in ihrem Beruf verwirklichen und was Sinnvolles leisten. Ja, was bedarf es dafür auch? Neue Führungskonzepte. Bis jetzt war es oft so, Führungskräfte, ja, der war gut in seinem Job, der hat es toll gemacht, jetzt machen wir ihn zur Führungskraft. Ist oft eine Führungskraft, die vielleicht gut weiß, was arbeitstechnisch zu tun ist, aber letztendlich bedeutet Führung heute um einiges mehr im Sinne von New Work. Führung ist nicht mehr was im Hinblick zu sagen, du machst das und das, ich kontrolliere, was du machst. Führung ist eher Vision, eine Vision vorzugeben, die den Mitarbeiter leben zu lassen, auch das Vertrauen in den Mitarbeiter zu haben, das entsprechend leben zu dürfen. So, wir haben jetzt momentan gerade einen tonmäßigen Hänger. Ich hoffe, das ist nur bei mir so. Hört ihr mich? Jetzt hören wir dich wieder. Sehr gut. Also ich sage meinen Führungskräften, Führung bedeutet Coach zu sein. Coacht eure Mitarbeiter, unterstützt eure Mitarbeiter, gebt ihnen das Vertrauen, dass sie das entsprechend auch umsetzen können, die Vision, die ihr ihnen vorgebt. Also ein anderes Führungskonzept, als man es vielleicht noch aus der Vergangenheit gewohnt ist. Ja, auch das Lernen hat sich um einiges verändert. Wir haben im Zuge von New Work neue Jobs. Dafür brauchen wir neue Skills. Wir haben Mitarbeiter, die sich um Digitalisierung kümmern, die sich um neue Programme kümmern, die zu implementieren. Jobs, die es früher noch nicht mehr wegen im Zuge der Automatisierung, dass die Leute einfach Visionen denken. Das alles braucht aber auch ein komplett neues Lernen. Zum Beispiel Peer Groups ist ein gutes Beispiel. Ja, also die Leute kommen zusammen und tauschen sich eher aus, als dass sich vorne einer hinstellt und vorgibt, quasi als Trainer, ich erzähle euch einfach was zum Thema und ihr überlegt, da gibt es Veränderungen, was auch ganz, ganz wichtig im Zuge von New Work ist. Ja, für mich in der Praxis sind es wirklich neue Arbeitsformen und Strukturen. Ja, das kann sein vom Open Space, was wir einführen, die 4-Tage-Woche, Remote, agile Teams. Wir sind irgendwo verstreut und arbeiten zusammen. Und was es auch bedeutet, was ganz, ganz, ganz wichtig ist und in der Praxis im Unternehmen ein ganz zentraler Punkt, die Unternehmenskultur. Wir müssen einfach die Unternehmenskultur
Umdenken und New Work, wirklich zum Beispiel Diversity Management. Wir kommen in Projektgruppen zusammen. Ich glaube, Covid war da zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel. Da hat es auf einmal Krisenteams gegeben. Die waren nicht nur aus einer Abteilung. Da kam ein Health and Safety Manager mit HR zusammen, mit Plant Manager, mit Produktionsmanager. Und da wurde dann entsprechend geschaut, aus allen möglichen Abteilungen, was müssen wir tun, was ist wichtig. Was sicherlich auch wichtig ist im Hinblick des neuen Arbeitens, ist eine Fehlerkultur zu schaffen. Vertrauen, die Mitarbeiter tun zu lassen, heißt auch oft, dass sie vielleicht mal einen Fehler machen. Aber da müssen wir zu einer guten Fehlerkultur in der Praxis kommen, dass wir sagen, wir lernen aus Fehler und wir sagen nicht, das ist akzeptiert. Wir müssen dahin kommen zu sagen, das ist gewünscht. Danke, Alphons. Einmal weiter. Ja, was hat denn alles Einflüsse auf New Work? Es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die darauf sicherlich Einflüsse haben. Ich habe mal welche rausgesucht, die mich so in meiner täglichen Arbeitspraxis als HR-Manager begleiten. Zum Beispiel bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Das ist auch das, was der Michael Bartz angesprochen hat, was Mitarbeiter oft als Vorteile sehen. Sie sind zu Hause, sie können einfach schneller mal sagen, ich wähle mich jetzt aus dem Programm aus, mach irgendwas, komm dann wieder, arbeite weiter. Die Mitarbeiter, wie gesagt, wollen auch was leisten, wollen das aber auch mit privaten Dingen, ihren Hobbys, ihrer Familie vereinbaren. Es kommt nicht mehr nur auf die Arbeit an, sie sehen es oben an den Punkten. Das ist mittlerweile alles wichtig. Das dritte Bild soll den demografischen Wandel zeigen. Auch der spielt sicherlich mit rein. Demografischer Wandel. Wir haben im Moment im Unternehmen von Babyboomern bis Generation Y alles vertreten. Das sind Leute, die ganz unterschiedliche Ansprüche haben, die ganz unterschiedliche Ideen von Arbeit haben, auch mit den, ich sag mal, Digitalisierungstools ganz anders umgehen. Natürlich tun sich da oft die Jüngeren etwas leichter, die sind damit aufgewachsen, während ältere Mitarbeiter, also jetzt im Unternehmen, ich habe Mitarbeiter, die sind 30, 35 Jahre im Unternehmen, die arbeiten nicht so oft damit. Ja? Da muss man schauen, wie bringt man das eigentlich unter einen Hut? Und da muss man sicherlich auch die Mitarbeiter einfach heutzutage unterschiedlich mitnehmen. Sicherlich auch ein wichtiges Thema ist die Globalisierung. Wir arbeiten mittlerweile von überall aus. Wir haben Coworking Spaces, wir haben virtuelle Teams. In Konzernen Mitarbeiter arbeiten weltweit miteinander, vernetzen sich. Auch was sich sicherlich, was es in dem Sinne zwar schon immer gab, wo ich aber auch feststelle mittlerweile, also ich komme aus der Konzernwelt und da ist es so, auch das verändert sich sehr. Da gibt es viel mehr Arbeit untereinander von Teams jetzt, die weltweit untereinander agieren, die alle unterschiedlich sitzen. Die Teams sind verstreut, die sind teilweise in komplett unterschiedlichen Ländern verstreut. Das nimmt also in der Konzernlandschaft immer mehr zu. Dann natürlich ein großer Punkt, die Digitalisierung. Es gibt neue Programme, um weltweit auch zu arbeiten zu können. Es gibt eine größere Vernetzung. Beispiel wir hier, es könnte sich weltweit jeder zuschalten, ja, Teams, Skype, alles, was es da gibt. Es gibt neue Bereiche in der Technik. Ich kann ein gutes Beispiel geben. Ich habe vorher bei Jung Heinrich gearbeitet. Da gibt es mittlerweile völlig selbstfahrende, automatisierte Systeme, wo überhaupt keiner mehr arbeitet, aber wo natürlich dahinter viel, viel steckt. Ja? Und dass auch jemand betreuen muss, wenn das dann alles mal nicht so funktioniert. Ja. Was natürlich für uns alle jetzt als Punkt dazugekommen ist, war sicherlich die Covid-Situation. Da haben wir eben festgestellt, Projekte
Projektteams werden auf einmal gebildet. Das war mein Beispiel von vorhin, was ich gegeben habe mit den Krisenteams. Remote Work war auf einmal ganz, ganz wichtig. Also ich habe während der Covid-Zeit 2 Unternehmen betreut und kann auch sagen, dass ein Unternehmen davon noch nicht wirklich so auf Homeoffice eingestellt war und auch sich ziemlich dagegen gesträubt hat. Ich als HR-Managerin große Diskussionen hatte und auf einmal ging alles. Ja. Das war für uns HR-Manager wunderbar. Ja. Wir haben auf einmal mehr oder minder für das, wo wir lange gekämpft haben, gerade dieser Punkt von New Work, das mobile Arbeiten, auf einmal von der Geschäftsführung mehr oder minder die Zustimmung bekommen, es geht ja doch. Ja. Die Frage ist natürlich, ging das denn wirklich alles so einfach? Alphonse, gibst du mir bitte die nächste Folie? Danke. Ja, bei der Umsetzung von New Work gehen manche Sachen vielleicht einfacher als andere. Ich teile das immer so ein bisschen ein in harte Faktoren und weiche Faktoren. Bei den Hard Facts, ich sage mal Arbeitsorte. Ja, der Mitarbeiter kann sich woanders hinsetzen und arbeiten. Ich kann dem Mitarbeiter auch einen Laptop beschaffen. Ich kann entsprechende Systeme bereitstellen. Ja. Aber auch da ist es oft nicht so einfach und in der Praxis relativ tricky. Wir hatten zum Beispiel Computer, die wir angelassen haben und die Leute haben sich dann von zu Hause in ihren Computer eingewählt im Unternehmen. Ja? Dann war doch auf einmal irgendjemand in diesem Büro und konnte dann genau sehen, was der andere Mitarbeiter zu Hause gemacht hat. Ja? Das hat dann natürlich eine große Diskussion auch zu Recht mit dem Betriebsrat ausgelöst. Wir haben das dann geändert. Nächstes Problem, kann man das dann so schnell ändern? Alle haben auf einmal Laptops bestellt, alle haben auf einmal entsprechende Jabras und Co. bestellt. Ja? Also das war dann auch oft einfach nicht ganz so einfach, aber es lässt sich zumindest alles mit einem gewissen Vorlauf und mit einer gewissen Zeit regeln. Die weichen Faktoren sind da schon ein bisschen schwieriger zu handeln. Und das ist auch das, warum ich sage, waren wir denn wirklich schon bei vielen Dingen so weit? Ja? Das Ganze bedarf wirklich einen Kulturwandel. Und einen Kulturwandel vollziehe ich nicht von heute auf morgen. Also alle meine Kollegen, die hier sind im HR-Management, wissen teilweise, wie qualvoll das sein kann, wenn ich da etwas anderes installieren möchte. Dazu bedarf es ein gutes Change-Management. Da ist dann immer die Frage, haben die Unternehmen wirklich auch diese Change Manager. Ja. Es braucht ein ganz anderes Führungsverhalten. Ja. Also da ist jetzt zum Beispiel das Remote-Arbeiten ein gutes Beispiel. In der Praxis hat sich dann gezeigt, ja, es musste sein, wir haben das gemacht, aber es gab immer noch Manager und ich bin mir sicher, dass das in ganz, ganz vielen Unternehmen der Fall ist, die dann sagen, arbeitet mein Mitarbeiter wirklich? Ja, darauf sage ich dann immer, naja, wenn der Mitarbeiter im Büro sitzt, kann der genauso den Kurier, den Standard, whatever, auf dem Rechner sich anschauen und lesen und sind einfach noch so drin. Und das muss man erstmal raus. Und da ist es eben ganz wichtig, dass man Führungskräfte auch schult im Hinblick auf mobiles Arbeiten und nicht einfach sagt, so, du musst es jetzt tun wegen Covid, sondern eben auch Vorteile aufzeigen, zeigen, dass sie den Mitarbeitern auch vertrauen können, Regeln einführen, dass sie das auch können und das Gefühl haben. Ja, ja, die Individualität, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, ist auch etwas, was der Mitarbeiter natürlich gerne hätte, wo aber auch von den Unternehmen her teilweise, ich sag mal, Schwierigkeiten bestehen, es umzusetzen. Nicht überall ist die 4-Tage-Woche einfach machbar. Väterkarenz weiß ich aus eigener Erfahrung, dass viele Vorgesetzte erstmal gesagt haben, um Gottes Willen, was ist das? Was sollen wir da tun? Wieso, weshalb, warum? Ich finde es etwas Tolles. Aber auch das ist was, was in Unternehmen erstmal ankommen muss, was auch wieder einen Kulturwandel bedarf.
Ja, wie verändert New Work eigentlich die Kommunikation? Da ist sicherlich auch das Thema mobiles Arbeiten etwas, wo wir alle mittlerweile die Erfahrung gemacht haben, dass es zwar super funktioniert, remote zu arbeiten, dass aber gewisse Feinheiten wegfallen. Also ich sage immer, wenn ich mit Mitarbeitern auf einem Café in der Kaffeeküche zusammenstehe, ergeben sich manchmal einfach Gespräche, die sich in einem offiziellen Gespräch überhaupt nicht ergeben würden. Ja? Also muss ich schauen, dass ich die Kommunikation vernünftig aufrechterhalte, dass ich Räume schaffe, dass ich Mitarbeiter auch so mal auch remote zusammenbringe, dass ich auch sage, das ist erwünscht. Es ist erwünscht, dass die Mitarbeiter sich auch innerhalb der Arbeitszeit mal einfach zu einem Meeting, zu einem Online-Meeting treffen, was nur der reinen Kommunikation dient und nicht unbedingt einem Arbeitsthema. Ja? Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich arbeite für die Schweiz und für Österreich. Ich habe angefangen zum ersten Lockdown. Ich war nicht einmal in der Schweiz. Ich kenne meine Mitarbeiter, Führungskräfte in der Schweiz wirklich nur remote. Ja? Und auch da habe ich mir dann am Anfang die Zeit genommen, wirklich mit jedem Einzelnen entsprechend auf gewissen Ebenen zu reden, zu schauen und auch wirklich zu sagen, okay, wenn jemand per Mail mit mir in Kontakt tritt, ich greife zum Hörer, ich vereinbare ein Meeting mit Kamera, weil es ist einfach eine ganz andere Kommunikation und ich bin auch jetzt noch davon überzeugt, dass es sicherlich noch mal was anderes ist, wenn ich die Leute persönlich treffe. In der Schweiz hat sich das übrigens gerade verschärft. In der Schweiz ist Homeoffice jetzt für Unternehmen, die nicht in der Produktion arbeiten, wirklich verpflichtend. Kam auch mehr oder minder von einem auf einen anderen Tag, wo man dann die Leute nach Hause schicken musste. Auch da, was Kommunikation angeht, da geht es dann auch teilweise um so simple Sachen. Wer kümmert sich um die Post? Wer schaut, wer was bekommt? Auch das ist ein Thema Kommunikation. Ja, was wir sicherlich alle nicht außer Acht lassen können, sind die generellen Rahmenbedingungen. Ja, wir sind ja nicht in einem rechtsfreien Raum. Ich sage gerne, ja, es ist toll, wenn ich sage, arbeite von wo du willst, arbeite wann du willst. Wir haben immer noch ein Arbeitszeitgesetz, was ich einhalten muss. Ich muss mir natürlich auch überlegen, ich habe mittlerweile eine Datenschutzverordnung. Wenn ich als Personalerin mich in ein Café setzen würde, wo ich übrigens sehr gerne arbeite persönlich, wo ich natürlich sage, wenn ich da entsprechend vertrauliche Gespräche führe per Telefon und das ganze Café auf einmal mithört, wird das dann natürlich schwierig. Ja? Also auch da muss ich schauen, was geht da eigentlich und was geht da nicht. Ja? Dann sind natürlich auch Produktionsabläufe, Betriebsabläufe anzuschauen. Also ich arbeite jetzt in einem Produktionsbetrieb, einem Dosenhersteller, 24/7 Fertigung. Natürlich muss ich sagen, gewisse Leute in der Produktion müssen einfach da sein. Da ist jetzt das Thema mobiles Arbeiten relativ schwierig umzusetzen, aber auch da merkt man, dass andere Punkte von New Work sich doch mittlerweile durchsetzen. Also wir sind sehr auf Industrie 4.0, also auch da passiert ziemlich viel. Aber das sind natürlich auch Sachen, wo man sagt, gewisse Sachen aus dem New Work Aspekt funktionieren, andere Sachen funktionieren vielleicht nicht. Ja, nochmal eine weiter, bitte. Oh, jetzt war ich gerade weg. Ja, ich habe meinen Vortrag ja etwas provokant Utopie oder Realität von New Work genannt. Was mir ganz gut gefallen hat, war der Spruch vom Gründer der DM-Drogeriekette: Die Treppe muss von oben gefegt werden. In Österreich sagt man gekehrt. Ich weiß, ich bin Deutsche. Gut. Das ist auch oft noch die Geschichte, ja, im Sinne von New Work. Was leben die Vorgesetzten vor? Ändern sie ihr Führungsverhalten? Ganz simpel gesprochen auf das Thema Remote. Arbeiten die Chefs in Unternehmen selber remote oder sagen die, nein, ich bin so wichtig, ich muss da sein? Ja?
ist sicherlich ganz, ganz wichtig. Ja? Und ganz, ganz oft sagen eben Leute, ja, wir leben das schon, sind aber letztendlich erst bei den Hard Facts und haben die ganzen Soft Facts noch gar nicht umgesetzt. Ja? Also deshalb habe ich auch hier das Bild gewählt. Also viele denken, sie wären schon oben auf der Schnellstraße. Dabei sind wir oft fast eher beim unteren Bild. Ja? Wir fahren gerade noch mit Stützrädern, müssen jetzt schauen, wie wir weiter tun, die Stützräder abmontieren, dann das große Fahrrad nehmen, das Auto. Und wenn wir dann irgendwann den Rennwagen haben, dann sind wir da oben auf der Schnellstraße zum New Work. Dankeschön.